Ah, willkommen zurück bei Brave Frontier. Wir haben jetzt die Beschwörungen von Merlin, Morgana und dem geheimnisvollen Ritter. Also, den sie immer noch nicht Mordred nennen wollen, sozusagen. Außerdem gab es gerade noch eine Information: die Weihnachtsdungeons sind erstmal nur da und die Avalon-Dungeons sind verschoben bis nach dem Weihnachtsevent. Was jetzt auch nicht so schlecht ist, dann ist wenigstens nicht beides parallel. Aber wir holen jetzt erstmal Merlin. Gucken wir mal, was der Lachs so sagt. Das ist ein verkackter Davanchel und definitiv kein Merlin. Lol, ein Golem, echt jetzt? Verkackter Lodin. Auch noch Oracle, ach du Kacke. Ja, gut. Das brauchen wir jetzt nicht mehr viel dazu zu sagen. Eine Tiara. Das ist jetzt doch noch verkackter Zephyr. Noch ein Essener. Ja, geht doch. Gut, da haben wir das schon mal, was wir wollten. Allerdings mit ja, sinnlos viel Einsatz von Gems. Hier haben wir noch ein Ticket, ja, das kann da erstmal drin liegen bleiben. Ah, hab gar nichts liegen hier. Sind sowieso mal Davanchel, habe ich ja schon komplett ausgebauten.
Der ist jetzt hier 5 Sterne Anima. Ja, behalten man aber auch nur, weil er Typverbesserung ist. Fiora kann weg. Tiara haben wir nicht, kann also da bleiben. Golem bleibt da. Tora bleibt auch da. Direkt hat 6 Sterne, wie es aussieht. Ludin kommt weg. Weil Ludin Oracle, hier oben haben wir irgendwo einen anderen Ludin. Als Anima, ja. Esna Oracle kommt auf jeden Fall weg. Hier ist einer Anima und noch einer Breaker. Das brauche ich jetzt nur wirklich kein Oracle. Azael kommt auch weg. Da haben wir noch einen als Anima. Zephyr Anima, aber wir haben hier schon ein Zephyr in Anima auf 6 Sterne. Denke mal, da werde ich den anderen Anima aber noch behalten. Und Merlin sowieso. Ah, mit einem Kristall kommen wir da glaube ich nicht hin. Nehmen wir mal hier die beiden dazu. Oh, was braucht man denn zum Entwickeln? Spiegel war ja klar. Also eine Metallmimik noch holen. Dann kann man eigentlich auch direkt mal die Einheiten hier reinhandeln. Ah, jetzt geht's hier mit den Merit Points auch mit bis 2 Millionen mittlerweile. Allerdings sind die Belohnungen noch gar nicht drin. Ein Dunkeltotem war das, glaube ich, noch. Da hätten wir seine 6 Sterne.
Ja, dann müssen wir da auf jeden Fall noch mal. Bam, 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 die Mücke. Ich werde hier oben noch einen von brauchen. So, brauchen wir noch eine Metallmimik. Könnte es eigentlich direkt mal wagen, ihn vom Fürst runterzunehmen hier mit dem Schemfrosch, aber na, lieber nicht. Nachher wird er noch ein Oracle. Das wäre ziemlich suboptimal. Und so wie mein Glück heute ist, wird das auch passieren. Oh, 7-Sterne-Entwicklung. Ah, da kommt Morgana auf einmal dazu geflogen hier. So, da hat er seinen Fernslot gleich. Dann brauchen wir noch den UBB.
Ziemlich fette Frösche. SBB hätten wir und dann gleich noch UBB hinterher. Ja, wunderbar. Ja, da wird uns hier auf jeden Fall gleich mal die Fever ersetzen. Na, im Schlüssel habe ich sowieso noch einliegen. Dann gucken wir mal, ob wir ihn noch auf Maximallevel kriegen. Naja, die Respawn-Level kann ich immer noch machen. Guck mal erstmal in die Weihnachtsdungeon, würde ich sagen. Die haben wir ja hier noch. Können wir einmal die roten farmen. Und dann bekommt er ja ein SBB und BB die Drop-Chance für Items nochmal um 10% erhöhen und so ein bisschen andere Drop-Raten noch für KK und HK. Und bei Grün wird er zum Mitigator. Was natürlich für Leute gerade, die keinen Mitigator haben, wesentlich besser ist.
Ja, zumal er seine 20% Item-Drop-Chance hat er immer noch im Leader-Skill. Also man kann ihn dann immer noch zum Farmen nehmen. Ich werde deswegen auf jeden Fall grün farmen. Wenigstens haben sie dem Kristall nicht auch noch eine Weihnachtsmütze aufgesetzt. Hat ja irgendwie alles eine Weihnachtsmütze auf. Aber okay, Weihnachtsdungeon. Da muss man sich drauf einstellen, schon bevor man reingeht. Douglas und sowas. Ob man die auch farmen kann? Ich denke eher nicht. Priscilla, die kann man auf jeden Fall farmen. Ein Weihnachtslichtgeist. Sind das Dryaden? Und sind das jetzt alles Dryaden gewesen? Ach, du Scheiße. Ich habe schon eine ausgebaute komplette Arbonella. Kann man auch gleich mal in den Handel gucken. Einheiten handeln, Dryaden, 500 Punkte, ja. Wunderbar, also. Ach, und die Weihnachtslichtgeister bringen auch 500 Punkte. Ha! Nett. Also, der Dungeon wird sich wieder richtig dick lohnen, würde ich sagen. Thank you.
Schwierigkeitsgrad technisch scheint das ja sich auf jeden Fall im Rahmen zu behalten. Gut, sind auch nur Level 1 und 2. Gut, vielleicht kommen jetzt noch welche dazu. Das werden wir sehen. Ein Weihnachtslichtkönig. Und wieder Dryaden, also wieder ein Arsch voll Punkte. Und ein Juwel nehmen wir. Ist da jetzt noch? Ne, ist kein Level 3 dazugekommen. Dann gucken wir noch in die Grünen rein. Beziehungsweise, wir nehmen erstmal spontan Entschluss das Ticket. Ihn auf Beschwören. Und ticketieren das weg hier. Lassen das mal kurz löchern sozusagen. Eine rote Tür, das hat sich schon erledigt. Und das ist, was ist das denn? Pannenberg, ja, gut. Ja, verschwendetes Ticket, aber so richtig dick verschwendetes Ticket. Wobei, eigentlich will ich ja die anderen beiden auch haben. Also zumindest ihn auf jeden Fall. Ja, wir gucken einfach nochmal. Vielleicht bekommen wir. Oh, lol. Gut, nehmen wir. Orakel. Was auch immer. Frösche und so. Soll jetzt nicht weiter hindern. Ah, ich habe meinen natürlich schon auf 7 Sterne ausgebaut. Och, leck mich doch. Ein Argus. Ist ein Rina. Oh nein. Oh nein. Gut, den werden wir dann wohl nicht sehen. Was wir jetzt auf jeden Fall aber probieren werden. Bam, bam, hier. In den Merlin. Ja, da baue ich mir dann halt ganz einfach den Anima dann aus. Sie fühlt sich seltsam und wird Fürst. Naja, das ist doch schon besser. Gucken wir noch das grüne Dungeon an.
Ah, warum hängt denn das jetzt so? Oh, er hat auch schon einer Merlin als Lied. Ach so, das ist richtig. Den könnte man ja eigentlich als Lied setzen. Obwohl das Team im Moment noch so aufgestellt ist, dass Quiet hier eigentlich mehr Effekt bietet. Zumindest zum Farmen auf jeden Fall. Ja, also schwierig jetzt gerade technisch, haben sie definitiv sich sehr zurückgehalten diesmal.
Oh, Center. Und gefangen. Super, und das auch gleich noch mit drauf. Als Orakel. Ja, scheißegal. Gut. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal durch und ja, ich würde dann jetzt hier die Folge beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann macht's gut und viel Erfolg beim Beschwören und viel Spaß beim Farmen. Macht's gut.